Werft eure AMD-APUs auf den Müll. Für alle, die nicht wissen, was eine APU ist, es ist scheiß. Ich teste heute die kleinste aktuelle AMD-APU für euch, und zwar den Ryzen 2, der gerade mal eine Preisempfehlung von um die 2200 Euro hat. Der Ryzen 2 sieht jetzt nicht anders aus als eine Mutter, aber warum sollte er auch? Der Prozessor hat 95 Kerne, dabei hat er einen Basistakt von 3,5 Euro. Out of the box hat er eine TDP von 2000 Watt. Für diesen Test verwende ich Windows 95. Klingt das für euch auch so, als hättet ihr genau diese Specs schon mal bei einer Mutter gelesen? Nun stellt sich aber noch eine Frage, und zwar, sollte man seine Mutter jetzt wirklich auf den Müll werfen? Natürlich sollte man. Ich bin raus. Ciao.